Es gibt nichts Wertvolleres als die Gesundheit. Dafür verzichten wir aufs Rauchen, achten auf unsere Ernährung, joggen, schwimmen, fahren Kilometer mit dem Rad. Viel hilft viel, denkt da mancher von uns. Anstrengend muss es sein, einmal schwitzen pro Tag, alles nicht ganz falsch. Aber die Gesundheit zu erhalten, kann auch weniger schweißtreibend sein. Überwiegend aus der asiatischen Medizin kommen solche Angebote. Und sie sind interessant, vor allem für all jene unter uns, die mit ihren Kräften haushalten müssen. Das Qi wird in der chinesischen Medizin übersetzt mit Atem und Luft. Und man könnte jetzt fast auf die Idee kommen, dass es eine Atemtherapie ist. Es ist aber viel mehr. Denn das Qi ist eine essentielle Substanz und wird als die Lebensenergie bezeichnet. Das Gong hingegen steht übersetzt als Mühe, Zeit, Aufwand. Und da geht es eher darum, dass man, wenn man diese beiden Begriffe zusammenfügt, man sagt, wenn man mit ein bisschen eigenem Einsatz und ein bisschen Mühe sich seine Lebensenergie erhält und auch kräftigt. Ganz oft ist der Nacken verspannt und wir bekommen dadurch Schwindelgefühle, Kopfschmerzen. Und in der westlichen Medizin geht man davon aus, dass diese Verspannungen überwiegend durch Fehlhaltungen kommen, durch Arthrose, durch ein Schleudertrauma. Und in der chinesischen Medizin dagegen geht man davon aus, dass diese Schmerzen auftauchen, weil das Qi einfach blockiert ist. Und um genau diese Blockaden zu lösen, machen wir jetzt eine Übung. Der Kopf ist gerade, der Rücken und die Schultern sind entspannt. Und wir dürfen noch mal lächeln. Ganz wichtig. Und beginnen dann, den Kopf nach oben links zu bewegen. Und langsam in einer fließenden Bewegung zurück zur Mitte führen. Von der Mitte aus nach oben rechts. Und von dort aus sanft über die Mitte nach unten rechts. In die Mitte zurück. Qigong gehört inzwischen zu den Angeboten, die auch von den Krankenkassen anerkannt und unterstützt werden. Ein Vorteil dieser Übungen, einmal erlernt, lassen sie sich zu Hause wiederholen. Grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass es auch eine Aufgabe der Kasse ist, die Menschen dabei zu unterstützen, gesund zu bleiben. Und davon profitiert in erster Linie jetzt mal der einzelne Versicherte. Und die Techniker Krankenkasse unterstützt eben die Kunden, aktiv zu werden. Das ist auch ziemlich wichtig. Also wenn man jetzt mal die Todesursache Nummer 1 betrachtet, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sieht man, dass da die auch vermeidbar wären, beziehungsweise die sich deutlich reduzieren ließen, wenn die Leute sich mehr bewegen würden, ein bisschen mehr auf eine gesunde Ernährung achten und weniger Stress hätten. Und es ist auch so, dass die Zivilisationskrankheiten mittlerweile die Hälfte der Gesundheitsausgaben ausmachen. Das sind Milliardenbeträge im dreistelligen Bereich. Und es ist auch so, es gibt bereits positive Signale, wenn man jetzt mal das Raucherverhalten anschaut. Nach jahrzehntelanger Präventions- und Aufklärungsarbeit geht eben die Raucherquote endlich zurück. Und das heißt eben, dass sich Prävention, wenn man es jetzt mal dauerhaft betrachtet, auch lohnt für alle. Gut, dann kommen wir noch zu einer anderen Übung bei Verstopfung zum Beispiel. Dafür gehen wir wieder ein bisschen in die Grundstellung, leicht in die Knie und legen die Hände auf den Bauch, sodass die Fingerspitzen Richtung Bauchnabel zeigen. Wir können jetzt mit kleinen Kreisen beginnen, die immer größer werden, in Uhrzeigersinn, in Richtung der Peristaltik. Und ältere Menschen trinken auch noch wenig, bewegen sich wenig, da ist Verstopfung fast schon an der Tagesordnung. Und diese Übung kann man jetzt 50 bis 100 Mal machen, einfach um den Darm zu unterstützen. Ein Punkt wäre zum Beispiel, dass du mit dieser Hand in dieser Kuhle zwischen den Rippen berührst. Und wir schauen, ob es wieder schwach testet, abschaltet oder hält. Bitte halten. Die Kinesiologie wird im Gegensatz zu Qigong, Tai Chi oder Yoga bisher nur in Ausnahmefällen von den Kassen anerkannt. Eine ganzheitliche Methode zur Gesundheitserhaltung, die sich das Rückmeldesystem des Körpers zunutze macht. Und da verändert sich der Tonus. Ist es spürbar? Ja. Okay. Ich ziehe noch mal etwas fester. Bitte halten. Okay. Und dieses Mal bleibt der Arm anliegend. Ja. Fühlt sich's anders an? Ja. Okay. Wenn dieser Punkt gestärkt hätte, hätten wir ihn massieren müssen. Hat er aber nicht.
Wenn dieser Punkt stärkt, dann hat er was mit der Durchblutung des Organs und bestimmter Gehirnbereiche zu tun. Und die Idee der Kinesiologie war ursprünglich, dass man auch in der Familie mit Freunden verschiedene Muskeltests ausführt, um die Gesundheit zu erhalten und die Grundenergie im Körper zu stärken und stabilisieren. Wenn man jetzt einen aktuellen Gesundheits- oder Präventionsbericht liest, da steht zum Beispiel drin, dass mittlerweile 1,7 Millionen Bürger solche Angebote jährlich nutzen. Und im Bereich des Settings, das heißt, also wenn man diese Angebote ausschaut in Firmen oder auch in Kitas und Schulen, profitieren sogar 3,3 Millionen Bürger. Den Kopf schwenken, um das Feuer aus dem Herzen zu vertreiben. Wir verlagern das Gewicht zur rechten Seite, schauen auf die Deutschen machen also schon mal mit. Jetzt muss nur noch die Politik nachziehen. Vielleicht kommt ja 2014 das lang erwartete Gesetz zur Gesundheitsförderung, zum Geburtstag sozusagen. 10 Jahre zuvor wurden die ersten Eckpunkte vorgelegt.